Heutige Thema ist Thema für alle Businesswomen, Businessfrauen, die welche schon ein Business aufbauen oder aufgebaut haben, aufbauen oder überlegen, dass sie etwas machen möchten. Und heutige Thema ist, was ist das Wichtigste in meinem Business? Und ich bin zu diesem Thema gekommen wegen einem Mastermind. Ich mache gerade in der Slowakei mit Businessfrauen ein Mastermind. Für Businessfrauen, das heißt wirklich Business Mentoring für Frauen. Ich plane das auch in Deutschland für nächstes Jahr, aber unser erstes Thema war Preiskalkulation. Einfach viele sagen, oh, ich habe schon meine Preisliste, ich weiß schon, wie es ist, ich habe mir schon Preisliste geguckt und wir sind in die Tiefe von Preisen gegangen. Und warum? Warum ich sage, es ist das wichtigste Thema? Weil wenn ihr ein Business machen möchtet, ihr möchtet Geld verdienen. Und deswegen es ist es sehr, sehr wichtig, sich zusammen hinsetzen und überlegen, wie viel man muss Geld verdienen. Ja, es ist Business machen, es ist nicht so, oh, Montag so, nächste Woche so, ah, wir werden sehen, wie es ist, ja, wie sich das gibt. Und ich höre heutzutage sehr oft von Kosmetikerinnen, Lifestylisten, sogar auch Nail-Designerinnen, dass ja, es war diesen Monat nicht so gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn du Business machst, du musst einen Businessplan haben, du musst wissen, was du brauchst und nicht, wir werden sehen. So macht man kein Business. So kannst du gerne deine Leidenschaft als Hobby machen, ja, aber nicht als Business. Und deswegen es ist es sehr wichtig, dass ihr euch wirklich in Ruhe hinsetzt und eine Preiskalkulation macht. Und ich werde noch ein Stück zurückgehen, warum es ist so wichtig. Wenn ihr einen Job haben möchtet, ja, geht ihr zum Besprech und fragt ihr, wie viel Geld ihr verdient, wie viele Urlaubstage habt ihr, ob ihr irgendwie 12. oder 13. Gehalt habt, ob ihr irgendwelche Provision aus Verkauf oder von dem Verkauf habt und ihr handelt über das Preis pro Stunde. Und plötzlich macht ihr etwas mit Herz, mit eurer Leidenschaft, mit Liebe und es ist nicht mehr wichtig, wie viel Geld ihr verdient, weil ihr sagt, oh, ich liebe, was ich mache, es ist egal, was ich verdiene. Es ist nicht egal. Es ist wirklich nicht egal. Auch wenn ich selber, ich will nicht sagen spirituell, aber ich mache meine Rituals zum Vollmond, ich liebe meine Frauengruppen, ich mache so frauliche Sachen, ja, ich habe Steine, ich habe irgendwie da Wunderkerzen oder keine Ahnung was, ja, und ich liebe das, es ist voll in Ordnung. Aber wenn ich Business mache, da nutze ich ein bisschen die Männerenergie, diese Männerkraft und überlege ich wirklich mit Kopf, was ist richtig, nicht nur mit dem Herz. Ich wähle meine Arbeit, ich mache meine Arbeit mit Herz. Aber es sind Sachen im Background, welche ich muss wirklich mit dem Gehirn mir überlegen, wie es ist, wie es wird funktionieren. Und deswegen es ist es wirklich sehr wichtig für euch, eine Stabilität haben. Viele, was ich habe mitbekommen und ich traue mir zu sagen, 80% von euch habt die Preislisten, je nachdem, wie sind die Preise bei eurer Konkurrenz. Aber ihr könntet nicht wissen, ob die Dame zum Beispiel hat einen Mann, welcher alles finanziert und sie braucht nur bisschen Geld für den Monat oder eine andere hat etwas geerbt und sie hat genug auf dem Bankkonto, es ist ihr egal, wie viel sie verdient. Ihr müsst wirklich erstmal auf euch gucken. Wenn ihr ein Business macht, ihr müsst gucken, was ihr machen möchtet, wie viel ihr verdienen möchtet und wie viel soll für euch bleiben. Ja, wie viel ist Umsatz und wie viel ist für euch, sind zwei verschiedene Sachen. Deswegen, man muss sich das wirklich detailliert anschauen und eine Kalkulation machen und die Preise berechnen und wirklich nicht nur, was ich heute brauche, aber mit der Zukunft, ja, weil wenn wir Business machen, ihr wolltet, dass ein erfolgreiches Studio, ein erfolgreiches Salon, ein erfolgreiches Business aufbauen und deswegen nicht nur für ein Jahr, ihr wolltet das für Jahre, ja, deswegen müsst ihr immer im Voraus planen. Wenn ihr möchtet, weil einige wissen nicht wie und was, dann könntet ihr euch gerne anschauen bei mir auf YouTube unter PS Beauty, Petra Schreiber, ist ein Video mit Preiskalkulation, wie ihr könntet eure Preise berechnen. Und ich kann das euch wirklich herzlich empfehlen, dass ihr euch in Ruhe hinsetzt und alles zusammenschreibt. Damit öffnen sich eure Augen und ihr werdet sehen, die Realität kann ein bisschen anders sein. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und es ist aus diesem Grund das erste Punkt bei meinem Business Mentoring, weil viele von uns Frauen haben Angst, Geld fragen. Ja? Wie oft sagst du, ach nein, das ist gut oder lass es, ich bezahle das.
Oder, das brauche ich nicht, ja. Ich brauche nicht viel, mir reicht nur wenig. Oder ich weiß nicht was, ja. Es sind so viele Sachen, mit welchen wir uns selber blockieren. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, falsch ist, aber es blockiert euch. Weil, ob ihr wirklich im Beauty-Business seid oder egal welcher Business, das Geld sind im System. Das Geld trennt sich hier. Und wie viel du nimmst für dich, es ist deine Entscheidung. Und ich sehe das wirklich sehr oft bei uns Frauen, wie oft wir uns hinstellen auf, ich will nicht sagen letzter Platz, aber nach hinten, ja, es reicht mir, ich brauche nicht mehr. Natürlich brauchst du nicht, aber warum nicht? Warum kannst du das nicht haben? Ist deutlich entspannter, einen Monat überleben mit ein paar Tausend auf dem Konto, als nachdenken, kann ich die nächste Rechnung zahlen oder nicht, klappt das nicht. Wofür? Und ich weiß, was ich rede. Ich war schon einmal pleite. Und ich weiß, was heißt das, ohne Geld zu sein. Ich weiß, was es heißt, wenn Finanzamt alle Konten blockiert und du kommst zu kein Geld. Ich weiß, was es heißt, wenn nur Rechnungen kommen und du bist total fix und fertig und du weißt nicht, wie du das bezahlen solltest. Deswegen weiß, was ich rede. Und ich will euch diese Erfahrungen so vermeiden wie möglich, weil es geht auch anders. Ich habe wirklich gelernt, man kann Geld einfach verdienen, das Geld können einfach zu euch kommen und ihr könntet glücklicher leben, weil wirklich, wir Frauen, wir brauchen Sicherheit, ja? Es ist so, wir brauchen irgendwie dieses Gefühl haben, okay, es ist alles okay. Und wenn wir das haben, dann sind wir entspannter und dann können wir auch besser arbeiten. Und es ist wirklich die Energie, was wir dann auch unseren Kunden geben, warum die auch zufrieden zurückkommen, ja? Und überlegen nicht, ob ja oder nein. Deswegen, das ist sehr wichtig. Zweite, es ist sehr wichtig, Zukunft planen, weil zum Beispiel dieses Jahr, wie die Energie sind plötzlich gestiegen, ja, und die sind plötzlich gestiegen und was machst du jetzt? Anstatt 100 Euro für Behandlung nimmst du jetzt um 30% mehr, das heißt 130. Wie denkst du, wie werden deine Kunden reagieren? Du musst einen Puffer haben, das ist einfach egal welche Situation, egal was passiert, 10% Preise erhöhen ist okay, aber plötzlich 30%? Ja, einige Kunden werden das verstehen, andere vielleicht nicht. Ja, was machst du dann? Mit welcher Sicherheit sagst du, es kostet jetzt so? Du bezahlst das, Punkt. Weißt du, und das sind solche Sachen. Guckt ihr selber, wie es ist für euch. Fragen mehr für Kundin. Wie oft macht ihr etwas umsonst? Ich sage nicht, es ist schlecht, ja, aber ich kenne das von früher, wie oft habe ich mir nicht getraut, die Summe zu sagen, weil ich hatte Gefühl, puh, das ist zu viel dafür, ja. Das ist nicht wert. Wird sie mir das bezahlen? Wird sie das mit mir diskutieren? Heute habe ich meine Kalkpreise und einfach, ich weiß, was ich anbiete. Ich weiß, was ist das wert. Ich weiß, warum ich dieses Geld brauche. Und meine Kunden schätzen, dass ich das für die mache. Das ist, Leute, das ist unbeschreibliches Gefühl, sich selber in diesen Zustand zu bringen und damit okay sein. Dann sind auch die anderen Leute damit okay. Und genauso, ich bezahle Geld für jemanden, weil ich schätze deren Arbeit. Es ist einfach so ein Kreis. Und wie du drin bist, so dreht sich das Kreis. Wenn du dich änderst, ändert sich das Kreis. Und deswegen denkt ihr wirklich drüber nach, was ich gerade gesagt habe. Geht ihr in euer Innere, guckt ihr, welche Ängste, welche Blockaden, welche Unsicherheit da ist, welche Gefühl ist da bei dem Geld, weil zu sagen, ja, ich liebe Geld. Kannst du das sagen? Kannst du das sagen? Kannst du auf der Straße gehen und das zu sagen? Oder paar Leute in deiner Umgebung das einfach sagen, ich liebe das Geld. Weißt ihr, wir alle lieben Geld. Nur wir reden nicht darüber, weil das soll man nicht. Weil wie oft hat man gehört, Geld sind schmutzig. Ja. Und das sind solche Kleinigkeiten, mit welchen ich gerade arbeite, in dem Mastermind mit den Frauen, weil es sind viele tiefe Sachen und die anfangen schon in unserer Kindheit. Weißt ihr, und da hat Papa etwas gesagt, da haben die in der Schule etwas gesagt, da hat Oma etwas gesagt, ja. Und das schleppen wir mit uns in unser Leben und es macht unser Leben dann ein bisschen schwieriger und nicht so entspannter. Und das ist mein Ziel, euch zeigen, wie ihr könntet einfach leben, das Geld einfach verdienen und die werden einfach zu euch kommen und ihr werdet euch freuen, dass sie da sind und ihr werdet die auch weitergeben, dass die wieder gehen und wieder kommen. So funktioniert das. Und deswegen wirklich, wenn ich euch ans Herz legen kann, macht ihr die Preiskalkulation. Guckt ihr, was ist euer Traumleben?
wie viel Geld ihr dafür braucht und dann macht ihr die Preiskalkulation. Das ist von mir für heute alles. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, damit das Geld zu euch fließen ganz einfach. Und es ist egal in welchem Bereich. Es ist egal, ob du Beauty-Business aufbaust oder du machst deinen Job oder du willst etwas anfangen oder egal was. Es fließt. Es fließt links, rechts, hin und her. Und es ist schön, das fließen zu lassen. Und falls du anfängst oder überlegst, dass du mit einem Business anfangen möchtest, sitz dir und denk auch, wie soll dein Traumleben aussehen. Weil du kannst das auch erreichen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüssi!